Hallo meine Lieben, das ist nun das Erklärungsvideo zur Tagesenergie am 3.2.2016, also die Energie von gestern. Ich ziehe die Karte und danach mache ich ja erst später das Aufklärungsvideo und erkläre euch gerne, was denn die Tarotkarte mit der Tagesenergie zu tun hat. Und das ist hier die Mäßigkeit. Und die Mäßigkeit, die sagt aus, dass etwas in Harmonie ist, in Balance ist, dass die Dinge einfach so sind, wie sie sind und dass wir damit auch ganz zufrieden sind. Es verändert sich eigentlich nichts. Also wenn man die als Tageskarte hat, dann ändert sich nichts, alles bleibt beim Alten. Und man findet eine Balance zwischen den Energien, also zwischen Beruf und Beziehung und Freundeskreis und Freizeit, ja. Also es geht darum, eben die Mäßigkeit zu finden, also eine Balance zu kreieren. In meinem Leben war das so, ich habe die Balance kreiert sozusagen, habe mir auch mal freigenommen, bin mal weggegangen und hatte einen freien Abend sozusagen, war sehr schön. Aber ich habe mich gar nicht so in Balance gefühlt, muss ich sagen. Also ich habe mich irgendwie heute Morgen zum Beispiel irgendwie nicht so glücklich gefühlt und irgendwie war das nicht so schön. Und ich würde sagen, die Mäßigkeit hätte dann hier eher als Rat fungiert, um dann eben wieder sich so rein zu meditieren und auch wieder in seine eigene Mitte zu kommen und sich dann so von den Wogen des Lebens nicht so, ja, hin und her schütteln zu lassen, ne? Ansonsten, also was so diese Work-Life-Balance angeht, kann ich sehr bestätigen. Vor allen Dingen hatte ich eigentlich sehr viel gearbeitet so in letzter Zeit. Ich habe sehr viel gearbeitet und danach hatte ich auch wieder sehr viel frei. Aber irgendwie so an diesem Tag ist es dann schon wieder in Balance gekommen. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen und liked doch das Video und teilt es, wenn ihr möchtet. Und über ein Abonnement würde ich mich auch freuen von meinem Kanal. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.